So, liebe Leute, mein lieber Nachbar war wieder da und hat mir eine Kiste gebracht. Wieder mal voll mit Zeug, mit Kram. Und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Geht los. So. Das ist ja kein Krieg. Ja. Nicht, dass er denkt, ah ja, der Tommy packt ja mal irgendeinen Scheiß zusammen. Um dann mal wieder ein Video zu machen. Ich weiß mal echt nicht, was da drin ist. Und bin sehr gespannt. Das sieht mir sehr langweilig aus. Haushaltsutensilien und so ein Kram. Aber hier oben drauf, das ist doch zum Beispiel bestimmt ganz nett. Freizeittennis mit zwei sprungkräftigen Softbällen. Mit zwei super leichten Aluminiumschlägern und mit stabilem Netz von ca. 6 Metern Länge. Die Tennisidee. Was für ein Scheiß. Ich habe es bestimmt mal im Teleshop oder sowas. Kann ich mir anders nicht erklären. Wir schauen uns jetzt mal an, ob es komplett ist. Vielleicht fehlt ja auch schon alles. Die Schläger sind, kann ich schon mal zwei erfüllen. Einen sprungkräftigen Softball kann ich auch erfüllen. Das ist nie benutzt worden. Sind die Schuhe auch noch mit dabei? Hier ist das Netz. Naja, ein Netz ist ein Netz. Zwei Bälle. Nie gespielt. Und verdammt nochmal zwei Tennisschläger. Dieser auch. Wenn man erkennen will, ob ein Tennisschläger gespielt ist, schaut man den sich hier an. Der Kante. Wenn er da Riefen hat, ist er gespielt worden. Ne? Wenn man eben, wenn man so über Boden und so, dann hat man ganz schnell da oben Riefen drin. Die, meine lieben Herren, sind nicht einmal benutzt worden. Ist ja ein Ding. Wir haben schon den Designpreis, haben sie jetzt schon gewonnen. Bei mir auf alle Fälle finde ich total geil. Das ist definitiv schon mal den Einkauf von 10 Euro wert. Bei mir, also für mich, ja, das finde ich gut. Nagelneu, unbenutzt, new old stock quasi. Da stehe ich ja eh drauf. Als alter Fahrradfuzzi. Die Tennis-Idee. Naja, und so billig war das bestimmt damals auch nicht. Ich denke mal, das hat 90 Mark oder 95 Mark gekostet oder so. Wenn es billig war, dann 75. Aber das war viel Geld. Die Bälle sind nur gut. Sind nie gespielt worden. Damit ist nie gespielt worden. Das ist toll. Cool. Kult. Bitte da. Weihnachten liegt das bei mir unterm Baum für meine Kinder. Fertig. Geschenke gespart. Hui, ja, ich glaube, der gute Mann, der ist auch gerne auf Butterfahrten mitgefahren oder sowas. Ja, also der hat dann. Das sind immer so eine typischen Dinger, die man auf Butterfahrten kriegt. Ne? Was ist das hier? Mikrowellen-Eierkocher. Also, ja, da hast du ein kleines Gerät und da packst du dann das Ei rein und packst es mit diesem Gefäß in die Mikrowelle und dann werden die schneller geil. Ich bezweifle, dass ein Ei in der Mikrowelle sowieso geil wird, ja, oder so, oder gut, oder was auch immer. Auf alle Fälle, oder gewonnen, weil ich meine Nummer 216, wer weiß, vielleicht auch gewonnen. Ja. Mikrowellen, Eier, Bräter, Blitz, Eierkocher. Auch das unbenutzt übrigens, ja. Die Gebrauchsanleitung ist bei, das ist echt immer noch das Schönste daran, wenn so eine Gebrauchsanleitung dabei ist, bei sowas, so Sachen. Die haben schon wieder einen Originalitätspreis. Liegt natürlich Weihnachten bei mir unterm Weihnachtsbaum für meine Frau. Ja, also Kinder haben wir, also ein Kind haben wir, nee, zwei Kinder haben wir, aber brauchen ja zwei. Zwei Kinder sind versorgt und meine Frau ist versorgt. Die wird total happy sein. Oh, man sieht es, dass das aus dem gleichen Nachlass ist. Hier ist wieder eine hübsche Dose. Ja, also ich zeige es mal, hier kommt man ja ran hier, ihr seid so weit weg. Das ist mir auch alles erwischt. Hier schon wieder eine wunderschöne, wundervolle
eine wundervolle Muscheldose. Mit Inhalt diesmal so, ja. Also mit kleinen gemachten Dingen. Hier eine kleine, hier, das hat man ja auch gerne gemacht, eine kleine Figur an einer Kette, Perlen, Perlenflechterei. Schön, schön, schön. Gar nicht schlecht. Hier ist noch ein D an einer Kette, Modeschmuck natürlich alles. Ja. Kommt in unsere Trödel, in unser Trödel. Kämmerchen. Trödelabteilung. Vielleicht mache ich echt mal so einen kleinen Trödelmarkt vor der Tür hier mit pro Teil 1 Euro oder sowas. Hier. Platzdeckchen, Teller, Gläser, Glasuntersetzer, wie auch immer man das nennen mag. Aus Krepp. Löschpapier. Zellstoff. Ja. Diese aus den 70er Jahren, 80er Jahren. Das ist das Seltene daran. Ansonsten, naja, natürlich ist eigentlich Müll. Ah, Tupperware vergeht nie. Es ist immer noch ganz. Diese Tupperware müsste schon sehr, sehr alt sein. Ein Sahnekännchen, Sahnegießer von Tupper. Sollte er mir jetzt kaputt gehen, könnte ich ihn umtauschen gegen einen neuen. Na, sowas. Das ist das Schöne bei Tupperware. Im Grunde genommen quasi lebenslange Garantie. Geben sie auf ihre Produkte, aber sie sind bei vielen Männern sehr verhasst, weil wenn man einmal eine Frau gekannt hat, die Tupper-Partys macht, dann ja, weiß man warum. Naja, ne? Tupperware und Partylight, das sind so diese Dinger, die man nicht haben möchte. Was zur Hölle ist das? Warum ist das da offen? Ich weiß es nicht, das ist Müll. Ebenfalls wie diese Schale. Das ist natürlich Müll. Eine Trainingstasche. Einmal hochzeigen. Eine Prima Trainingstasche. Leider keine bestimmte Marke. Das wäre natürlich toll. Schrott. Tut mir leid. Ein Durchschlagsieb. Aus Metall für die Trödelabteilung. Was haben wir denn hier? Ach Mensch, diese wunderschönen Plätzchen, Plätzchenpresse, Teigpresse für Plätzchen. Wir packen aus mit den verschiedenen Aufsätzen. Alles noch dabei. Schau mal hier. Naja, ne? Original verpackt. Trödelkiste. Ein Qualitätsschraubendrehersatz. So mit Kraftaufsatz. Das war der Wahnsinn. Schöne Farben. Das Ding nennt man Kraftaufsatz. Und wenn man den dann benutzt hat, erfolgreich, sah der Schraubendreher hinterher meist so aus. Ja. So viel zum Thema Kraftaufsatz. Also, der war schon kräftig, keine Frage. Aber naja, also das Werkzeug selbst war natürlich Murks. Das kann man auch nur noch Glashobelklinge Schwedenstahl. Das kann man nur noch als Deko nehmen hier. Das ist nur noch dünn. Trödelabteilung, vielleicht gibt jemand dafür 50 Cent oder so. Ein Melitta Garantie Kaffeefilter, leider aus Kunststoff. Die aus Kunststoff werden wahrscheinlich irgendwann richtig teuer sein, teurer als die aus Porzellan. Im Moment ist es andersrum, weil die Leute noch nicht erkannt haben, dass Porzellan sich definitiv länger hält als
Kunststoff. Also wenn wir auch den der Vernichtung zuführen, sorgen wir dafür, dass in Zukunft die aus Kunststoff sehr teuer werden. Ja. Weil der letzte, der die alle aufhebt und aus Kunststoff, sogar noch mit diesem kleinen Aufkleber hier dran, da sieht man mal, wie selten der sauber gemacht wurde. Mann, ist das ekelhaft, der klebt doch total. Das ist was ganz was Feines. Mann, TCM, die Leute, ja, es ist unglaublich. Ideal für Schicht- und Cremetorten. So was braucht man offensichtlich, einen Tortenschneider. Cake Slicer. Ist schon unglaublich, was TCM alias Chivo alles vertreibt. Ja, aber jetzt so ein Scheiß, ja, Müll. Eigentlich, aber es ist natürlich, ist es kein Müll. Natürlich ist es Trödel. Mann, es ist so geil, diese alten Muster wieder zu sehen. Ja, hier Tupperware wieder, 70er, 80er Jahre, 80er Jahre wahrscheinlich. Ne? Tupperware, der Shaker, leider fehlt der Deckel. Die Farbe ist absolut genial. Der Kunststoff ist absolut verbraucht. Also da kann man nicht gegen machen, egal ob man ihn oft oder wenig verwendet hat. Der Kunststoff, der fasst sich schon so komisch an. Ja. Trödel. Und wir haben Bücher wieder. Bandello mit List und Leidenschaft haben wir einmal. Bücherabteilung. Lorenz Dorell. Justine zum zweiten. Dann haben wir Über die Weichsel, eine deutsche Rückkehr. Tja, das war einmal. Sie kamen übers Meer, die größte Rettungsaktion der Geschichte. Und wenn wir an die Wilhelm Gustloff denken, dann ist es leider keine Rettungsaktion, sondern eine kleine, naja, fast schon Tötungsaktion. Na, das ist die größte Schiffskatastrophe, die existiert hat. Aber die Gustloff. Menschen in Gottes Land. So bringt man Kindern die Bibel nahe. Ne? In Gottes Hand. Menschen in Gottes Hand. Gottes Land. Gottes Hand. Das ist doch Zeugen Jehovas hier. Mit zitternder Stimme sagte er, sprach er. Wo steht denn, wer es verlegt? Saatkorn Verlag, Hamburg. Exodus. Leon Uris. Exodus. Scheibenreinigungstuch von B&P. Alexander von Humboldt. Das ist natürlich hier sein Leben, sein Wirken. Das sollte man haben. Biografie. Da ist er wieder. Christian Graf von Krockhoff. Die Stunde der Frauen. Bericht aus Pommern. Da kam er wohl her, der gute Mann. Deswegen hat er so viele Bücher davon. Die Affenschande. Deutsche Satiren. Das sind eine Menge Bücher diesmal. Das ist ja unglaublich. Ach, Siegfried Lenz. Heimatmuseum. Lutz Mackensen, gutes Deutsch in Schrift und Rede. Das brauchen einige heute tatsächlich noch wieder. Ja. Und auch wenn es von Mackensen ist, ist natürlich nicht der Mackensen. Sag mal, kennen Sie den? Dann haben wir geliebtes Mädchen, lieber Freund, Musterbriefe für alles. Wechselfälle des Lebens, für alle Wechselfälle des Lebens, Liebesbriefe, Brautbriefe, Glückwünsche und natürlich anderes, Trauerbriefe auch. Ist natürlich alles bei. Na, das haben wir hier, die Überschrift, wie man es macht. Dann eine tragische Geschichte, Leningrad, die 900-Tage-Schlacht, 41, 44. Furchtbar. Katastrophe auf beiden Seiten. Luise, Biografie von Jan von Flocken. Auch schön. Philipp Jean, Erogene Zone. Roman.
Was für die Mitternachtslektüre, ne? Jetzt kommt das letzte Buch, wie es aussieht. Das ist ein Wälzer. Natürlich ist es Streifzüge durch das historische Deutschland. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, sollte man sich angucken. Ein ADAC-Buch. Die sind nicht immer schlecht gewesen, die ADAC-Bücher. Gute Reiseführer. Natürlich. Mal schauen, was davon noch steht. Das ist interessant, das schaue ich mir auf alle Fälle an. Ja. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr wohin. Jetzt sind wir schon wieder voll. Die Kiste ist immer noch nicht leer. Wir gucken weiter, jetzt kommen andere Sachen wieder. Jetzt haben wir hier ein kleines Täschchen. Leer, da ist nichts drin, nichts Besonderes, ne, für Stifte oder so. Dann haben wir hier ein, ups, Entschuldigung, Glasbild hätte ich beinahe gesagt, ist aber Kunststoff. Ah, so ein Kunstharzbild, ne, hier so mit so Fäden und farbigen Kunstharz drin, so was man im Fensterbild, ja, was man ins Fenster gehangen hat. Wunderschön ist das nicht, meine Meinung. Dann haben wir hier einen alten Krug, der nicht alt ist. Trinkt goldenen Wein aus einem Krug von Stein. Ja, wenn er alt wäre, wäre es toll. Ist er nicht. Das ist 70er Jahre ungefähr. Nennen wir sie einfach Autofahrerhandschuhe, dann können wir sie gut verkaufen. Ja, tatsächlich. So James Dean Style. Oder eben. Wie ist der andere? Ah, ist das schon? Noch ein Trockentuch. Das Auto hat er hier. Sofortmaßnahmen am Unfallort. Erste Hilfe, Malteser Hilfsdienst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Steht hinten drauf. Ich hoffe nicht, dass man da mal zu Besuch hingehen muss. Ein Benzinrechner von Honda. Entfernung deutscher Städte in Kilometern. Aber auch. Weiter geht's. Was ist denn das? Kurpackung. Geriatricum Schwarzhaupt. Katalysator H3 Procain. Zur Revitalisierung und Regeneration. Einmal täglich eine Kapsel. Jetzt bin ich ganz gespannt. Einmal täglich eine Kapsel. Ui, das hört sich hart an. Vor allem, wenn es denn sich um solch Material handelt. Ich meine. Das kriege ich schwer runter. Puh, da weigere ich mich vehement. Gut, das hat also, wie gesagt, mit dem Laufschritt nichts zu tun. Die große Schraubensammlung, da haben wir ja noch nicht genug von. Einfach hin, hier haben wir das gleich nochmal. E-Schrauben, das sind E-Schrauben. Ja, aber gut, siehst du, damals zeigt eben, damals man hat alles aufgehoben, man hat dann ein paar Schrauben über, hat man dann hinten aufgehoben und das war, irgendwann hat man es vielleicht mal gebraucht. So, was ist das? Wer weiß das von euch? Na, braucht man heute ja nicht mehr, aber früher hatte man sowas als Bordwerkzeug dabei beim Auto. Na, das ist ein Reifenheber an groß, weil... Früher hat man auch die Reifen selber repariert unterwegs. Manchmal hat man einfach nur die Reifen gewechselt. Ne? Oder nur den Schlauch eingezogen. Das ist einer. Der ist sogar noch mit Hersteller hier drauf. KP. Schönes Ding. Was für Oldtimer-Fans. Wie die Handschuhe. Autofahrerhandschuhe. Sag ich ja. Jetzt kommt der nächste Quatsch. Der Klassikatter. Wieder was aus dem Homeshopping-Kanal, vom Homeshopping-Kanal oder so. In Originalverpackung, ne? Was für die trübe Abteilung. Tja, bis jetzt ist wirklich nichts Aufregendes dabei. Ich fürchte, das wird sich auch nicht ändern. Hier ist nur eine Tortenabdeckung. Das ist auch nichts. Was soll ich damit machen? Ne? Das ist ein Tortenboden, das möchte ich mal behaupten. Den könnte man durchaus mal benutzen. Finde ich witzig, weil man kann ihn ja rausnehmen. Das ist toll.
Finde ich gut. Schön sauber machen. Obsttortenblech. Früher hat man den Teig ja noch selber gemacht für sowas. Wie viele Kuchen mögen da wohl drüber gegangen sein? Ey, mir Geburtstag, bei jeder Feier immer einen Kuchen. So, noch ein Tableau. Die 70er Jahre, sie leben hoch. Buchsteiner, Made in West Germany, ein wunderschöner Untersitzer, ja, von Buchsteiner aus Hartplastik. Wenn der den fallen lässt, zerspringt der heutzutage wie Glas. Das ist ein Ding, das sowas noch erhalten ist. Und wie gesagt, das ist die Antiquität von morgen, das darf man nicht unterschätzen. Sowas, das ist Wahnsinn. Und der sieht sogar auch noch irgendwie, der hat auch noch was. Also da könnte ich mir glatt vorstellen, dass dann die Sammler irgendwann abgehen. Oh, hier, jede Rippe noch ganz toll. Ich habe schon so eine in meiner Sammlung, aber das eine ein bisschen angeknackst oder so. Ja, Rippe, Niere und was auch immer. Alles ist noch ganz, alles ist noch heile. Der hat noch schön Glanz und so werden sie dann reden irgendwann. Irgendwie echt, so kommt das. Total bekloppt. Heute sagen wir, aber ich meine, was haben sie vor 100 Jahren auf den Müll geschmissen? Ne? Und wo wir heute sagen, um Himmels Willen. War schon vor 20, 30 Jahren. Jetzt ist es eben. Warten wir damit noch ab. Dann wird das richtig teuer. Mikrowellengeschirr von Silit. Von Silit. Mikrosilit. Kann man ja nicht mehr anbieten, so in dem Zustand. Wäre neu. Wäre auch schon eine Antiquität. Ein Youngtimer sozusagen. Ja. Mal das einfach nur um. Hier ist also eine Schale. Hier haben wir die zweite Schale. Und hier haben wir tatsächlich so ein Ding aus Glas. Das Gegenstück. Gott sei Dank. Total toll. Ja, da tun wir was. Bavaria, Porzellan. Eine Saussure. 70er Jahre. Tja. Königstein. Oder so, wer weiß. Um J des Himmels willen. Ich hab's berührt. Ich hab gewusst, ich hätte es nicht machen sollen. So. Das ist auch Tribut an die Zeit. Das hier alles. Das Pulver. Das ist der Schaumstoff, der hier drin ist. So schön das auch ist. Aber der zersetzt sich. Das muss direkt in den Müll. Ja, das muss man wegschmeißen. Ja. So schön man das damals auch fand und so schön man das vielleicht auch in 20, 30 Jahren finden wird. Es wird in 20, 30 Jahren nichts mehr davon erhalten sein. Außer man produziert es nach. Emser Mikro Bräunungsgeschirr. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, es ist original verpackt. Ob es wirklich noch original verpackt ist. Mikrowelle, wer benutzt sowas heute noch? Ich weiß es nicht. Es sieht. Noch neu aus, ist es aber nicht. Das ist nicht neu. Nein, okay. Auch das meiste hier drin ist tatsächlich, muss man sagen, diesmal Schrott. So, jetzt machen wir mal ein Fazit. Kurzes Fazit aus der Kiste. Ich packe mal alles wieder ein, was Schrott ist tatsächlich. Und dann, das ist eine Kiste für einen Trödel. Für den Trödelmarkt. Hier will ich nicht unterschlagen. Hier ist noch so ein Tupperware, noch so ein Ding hier, so ein Aroma, Spaghetti-Portionierer oder so, nennt man das wohl. Ja, und für Leute, die Tupper sammeln, enthusiastisch Tupper sammeln, da gibt es ja einige, die, ja, für die ist das vielleicht was, für mich nicht.
Jo, die Schraubenpackung. Weil Schrauben sind, würde ich mal sagen, die packe ich um, die kippe ich einfach um. So, alle rein, was Müll ist. Ich bin durch. Resümee von der Kiste. Also, ich hebe die Bücher auf hier. Die Preußen, Alexander Humboldt, die Musterbriefe, die sind immer toll. Einfach nur rund zum Angucken ist für 1 Euro. Luise, sie kam übers Meer, über die Weichsel. Leningrad, die 900-Tage-Schlacht. Menschen in Gottes Hand. Gucken. Ja. Und das ADAC-Buch. Das ist die Ausbeute. Hier. Ja. Die zwei Schraubenkisten kippe ich zu meinen anderen Kisten. Das Stahlteil hebe ich auf den Reifenheber. Und das Tennisset. Das ist die Ausbeute hier. Das muss für 10 Euro genügen. Achso, hier ist ja noch Müll. Dahin. Und darin. Tut mir leid, kommt auch weg. Ja. Ich bin da nicht so. Jeder viel Mühe macht hier beim Flechten. Also das ist jetzt nochmal. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Püppchen hier sagt auch auf Wiedersehen. Ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal von Beute von heute. Und vielleicht ist es ja auch mal was Kleines, was Einzelnes, was wirklich ein bisschen Geld bringt. Ciao.